Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. In der heutigen Sendung erhalten Sie wichtige Tipps für eine sichere und rentable Geldanlage. Zu Gast im Studio Diplomkaufmann Helmut Koppermann, Inhaber der Koppermann Consult 24 GmbH aus Wedel bei Hamburg. Er ist der Experte zum heutigen Thema Nachfolgeplanung. Hallo, Herr Koppermann. Schön, dass Sie heute mein Gast sind. Ja, guten Tag, Frau Schneider. Vielen Dank für die Einladung. Neben der Ruhestandsplanung machen sich ja immer mehr Rentner Gedanken über die Nachfolge. Dies gilt insbesondere für Unternehmer, aber ja auch andere vermögende Rentner machen sich Gedanken, wie denn der Vermögensübergang gestaltet werden kann. Welche Fragen ergeben sich denn hier für vermögende Erblasser? Ja, meine Rolle sehe ich in diesem Thema in den Vorgesprächen und in der Sensibilisierung der Eltern bzw. Kinder. Die Vereinbarungen und Verträge müssen nachher über einen Fachanwalt für Erbrecht geschlossen werden. Zu berücksichtigen gibt es eben für die Ruheständler, die ein Vermögen oberhalb der Freigrenzen haben, das sie gestalten. Und das können sie eben einmal über frühzeitige Schenkungen, weil es 10 Jahresfristen gibt und man die mehrmals nutzen kann. Die wichtigsten Freigrenzen sind eben 500.000 Euro für den Ehepartner und 400.000 für jedes Kind. Was sollen denn kinderlose Ehepaare wissen? Ja, dort gibt es eben erheblich weniger Freigrenzen für Eltern oder Geschwister. Von daher macht es eben in dieser Gruppe Sinn, wenn man kinderlos ist, dass man eben auch über vorzeitige Schenkungen und im Testament Gestaltungen und Vermächtnisse sich darauf einstellt, wie eben dann die jeweiligen Freigrenzen sind. Jetzt gibt es ja auch geschiedene Ehepaare. Wie kann das hier gestaltet werden? Ja, geschiedene Ehepaare sind grundsätzlich nicht erbberechtigt. Kinder aus dieser Ehe sind aber durchaus erbberechtigt. Und wenn man dann eben Erben ausschließen will, muss man ein Testament machen. Und in dem Testament ist es so, dass man, wenn man da einen Erbberechtigten ausschließt, wird der Pflichtteil fällig. Und der Pflichtteil ist in der Höhe des halben gesetzlichen Erbanteils. Was ist denn jetzt nun ein Berliner Testament? Ja, Berliner Testament sagt aus, dass Eltern und Kinder am besten einvernehmlich beschließen, dass als erstes der Ehepartner erbt und erst dann die Kinder. Die Kinder also erst bei Versterben des zweiten Elternteils erben. Wenn da keine Zustimmung der Kinder da ist, wird auch dann der Pflichtanteil fällig, einhalb des gesetzlichen Erbes. Damit ist aber auch dann das Kind abgefunden. Was sollte man denn bei einem Berliner Testament alles bedenken? Ja, wenn das Erbe größer ist, das Vermögen größer ist, dann macht es eben nicht unbedingt Sinn, ein Berliner Testament zu machen, denn jedes Elternteil hat einen Freibetrag von 400.000 Euro pro Kind. Und wenn man eben im Berliner Testament die erste Erbebene auslässt, indem man nur an den Ehepartner vererbt, wird eben ein Freibetrag pro Kind verschenkt. Was ist bei Beteiligungen an Gesellschaften zu berücksichtigen? Ja, bei Beteiligungen an Gesellschaften sollte man sich an einen Fachanwalt für Erbrecht wenden, weil die Dinge sind so komplex, dass sie eben nicht in meinen Bereich fallen. Jetzt gibt es ja auch noch Lebensversicherungen. Was ist hier zu beachten? Ja, Lebensversicherungen sehen etwas anders aus, denn hier ist der Begünstigte von vornherein festgelegt. Das heißt, die Zahlung aus der Lebensversicherung an den Begünstigten gehört nicht zum Nachlass. Und Schenkungen? Was ist hier zu beachten? Ja, bei frühzeitiger Schenkung ist es eben so, dass das Sinn macht, weil eben eine Schenkung über 10 Jahre abschmelzend ist und nach 10 Jahren sie eben auch mehrfach erfolgen kann. Was sollte man bedenken, dass ein Testament auch wirklich rechtsgültig ist? Ja, ein Testament kann zum einen handschriftlich sein, da muss dann eben alles enthalten sein, Namen, Zusatzdaten, Datum, Unterschrift. Wenn das eben etwas weitergehend ist, sollte man das als eine Vereinbarung vor einem Notar machen. Also vertragliche Vereinbarungen. Vertragliche Vereinbarungen sollten vor einem Notar erfolgen.
Herr Koppermann, können Sie für unsere Zuschauer nochmal diese wichtigen Tipps kurz zusammenfassen, wenn es um die Nachlassregelung geht? Ja, auch wenn ältere Menschen dieses Thema verdrängen, sollte man am besten es rechtzeitig angehen. Und zwar insbesondere dann, wenn mehr Vermögen zu übertragen ist. Eine frühzeitige Gestaltung macht immer Sinn, wenn man eben von der gesetzlichen Erbfolge abweichen will. Das Testament sollte eindeutig und fair sein, damit es nicht später zu Erbstreitigkeiten kommt. Wenn unsere Zuschauer sich jetzt über dieses Thema weitergehend informieren wollen, wohin können sie sich wenden? Ja, sie sollten sich zu einem Vorgespräch zumindest mal mit einem unabhängigen Berater zusammentun. Der hat dann auch die Kontakte zu den entsprechenden Fachanwälten, die dann eben das Thema weiter begleiten können. Und in diesem Vorgespräch kann man dann schon einiges sehen, was passt. Und dann ist es so, dass für dieses Vorgespräch sollte man auf den Berater, auf mich zukommen. Ich bin deutschlandweit unterwegs, sodass ich alle 4 bis 8 Wochen auch für ein persönliches Gespräch erreichbar bin. Herr Koppermann, ich bedanke mich sehr, dass Sie heute Gast bei mir im Studio waren. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Einschalten und freue mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.